Und ab geht die Fahrt. Und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder Tobi und ich darf euch heute recht herzlich begrüßen zu Modern Warfare 3. Ja, und weil ich dieses Spiel definitiv nicht allein spielen kann, habe ich mir heute mentalen Beistand geholt. Wir haben einmal hier oben den Partyleiter, den Führer, den Raging Taurus. Wunderschönen guten Abend. Hallo. Und wir haben den Tidenknurr, den Adrian. Hallo. So. Adrian war schon mal dabei, Taurus nicht. Taurus ist geil. So, wäre die Vorstellung abgeschlossen. Und er ist derjenige, der uns jetzt in eine Lobby führen wird. Ich denke mal, suchen und zerstören wird so der Modus sein. Ich weiß nicht, in MW3 spiele ich irgendwie nur noch suchen und zerstören, weil ich da nicht immer so abkacke. Also Taurus, wenn du willst, übergebe ich dir jetzt das Zepter. Du hast das Prädikat des Suchlehrlings erreicht. Du darfst das Spiel suchen. Oh. Hast du schön gemacht. Mit welcher Eleganz. Hast du toll. Ja, schön, ne? Nee, also ja, ich finde, das muss man einfach anerkennen, sowas. Siehst du, ach, guck, du hast so gestunken, du warst heute noch nicht duschen, sind die Gegner sofort aus der Lobby raus. Warum wäschst du dich nicht? Das ist die Frage. Ja, darf man doch nur Weihnachten, oder? Wie nach Weihnachten? Ja, man darf nur Weihnachten sich waschen. Ja, hat Streamer doch gesagt. Stimmt. Grüße an noch den einmal wacken, Dennis waschen. Grüße an den Dreamer, an den Lukas, der jetzt bald in London ist, seinen Sprachkurs machen. Der dudelt dann nämlich ab zu den Amis rüber. Und ja, dem wünsche ich da viel Spaß, viel Glück, viel Erfolg. So dass alles auch bei ihm gut läuft. Und naja. Ich werde jetzt immer wieder gefragt, ey Alter, warum spielst du nur noch MW3? Erstens, weil ihr Abonnenten das wolltet und ja, warum spielst du nur zum Zerstören? Weil ich mich bei den anderen Modi viel zu sehr aufreg. Hier kann ich selber ein bisschen, ne, auf Gaming-Headset gehen. Hier habe ich selber ein paar Vorteile. Und in den anderen Modi, ja, ist nicht so meins. Den Vorteil hat man ja gestern gesehen. Ach. Taurus, warum fällst du mir jetzt so in den Rücken? Außerdem, die Zuschauer wissen gar nicht, was war denn gestern? Urknall. Ach ja, okay, stimmt, Urknall. Ja. Finde ich gut. So, wir spielen auf Bootleg. Absolute Lieblingsmap. Nee. Naja. Die ist mir persönlich zu düster. Ja. Das finde ich ja bei Black Ops 2 eigentlich so gut, dass die Maps eigentlich alle richtig hell sind. Muss ich mal gerade so anmerken. Übrigens, es kann sein, dass zwischendurch der Taurus einfach mal sagt, nö, ich habe keinen Bock mehr. Und dass er dann, ja, sich verabschiedet. Weil sein Laptop nämlich nur die Fähigkeit besitzt, eine Audiospur laufen zu lassen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist Windows 98 minus das Windows. Halt mein Jahrgang, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass dein Jahrgang 98 ist. Windows-Generation. Ich muss mal gucken, ich muss auch zugeben, das ist mein erstes Spiel mit der UMP. Also ob das so wirklich klappt, weiß ich jetzt gar nicht. Gucken wir einfach mal. Kann ja im schlimmsten Fall nur schief gehen. Oh. Wo waren der? Viele leben gar nicht mehr von dem Gegner. Einer. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Na. Oh, jetzt. Jetzt. Nein. Was denn das jetzt? Was denn? Ich habe den gerade umgebracht. Ich ja. Nee, ja. Wir hatten gestern so eine übelst geniale Situation. Ich übelst am Abkacken. Wenn das jetzt... Ja, nee. Auf jeden Fall war es gestern so, wir alle am Abgang auf einmal, resettet sich das ganze Spiel, ich hatte ein 1:3, das ganze Spiel resettet sich, auf einmal alle wieder 0:0, ich glaube ein paar von den Gegnern hatten noch ihre Punkte, aber größtenteils alles wieder resettet und dann habe ich am Ende 9:0 gehabt, weil es auch wieder von Anfang an losging dann. Das mit der Claim war auch cool. Oh. Oder meinst du nicht? Was? Ich habe gar nicht zugehört. Der Claymore. Ja, stimmt. Also da hat sich einfach eine feindliche Claymore und meine Claymore verwandelt. Aber das einfach so. Kommt vor. Ja. So, ich habe gerade richtig im Urin, dass ich richtig abkacken werde jetzt das Spiel, weil das prinzipiell so ist. Also es ist ganz, ganz selten, es ist in 100stel der Fälle so, wenn ich live aufnehme, dass ich eine KD von über 1,5 erreiche. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal bei 0, Tendenz sinkend.
So. Oh, da ist einer, der gerade joint. Wo war denn der? Wo stand denn das? Hey, hier stand da gerade irgendwas mit. Ach hier. Kleine Turk 0318. Komm Adrian, wir gehen da vor, wir schaffen das. Ihr macht da, ich bin hier bei meinen Freunden. Ich hab dich gesehen, mein Junge. Oh, meine Freundin. Was? Oh, der hat mich schon gesehen. Ich dachte, er ist dumm. Okay, Adrian macht das auf jeden Fall gut. Links neben dir ist einer runtergesprungen. Achso, das war der Mate, okay. Das hab ich schon gesehen. Das konnte ich nicht riechen. So, was macht der Taurus? Okay. Bah! Oh, hier sehen wir übrigens jetzt Taurus, den müssen wir demnächst irgendwann noch stalken, weil er hat eine Spielweise, die so einfach einzigartig ist. Oh. Also er übersieht prinzipiell gern Gegner. Adrian, links neben der Treppe. Links. Ja, den habe ich taktisch einfach mal da sitzen lassen für den Adrian. Ja, siehst du. Also wir spielen sehr teambasiert. Ich habe jetzt noch ein 0-2, das wird sich ändern. Am Ende des Spiels werde ich ein 5-0 haben. Das weiß ich jetzt ganz genau. Ich bin mir sicher, ich vertraue auf die innere Kraft. Danke, meine Damen und Herren, für die Aufmerksamkeit. So, Adrian, was machst du da gerade? Okay. Läufst zum Gegner oder was? Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Adrian möchte jetzt Fu sagen. Adrian, schrei es aus dir raus. Nein! Du sollst Fu schreien und nicht Nein. Nein. Oh, das war übelst aggro gerade. Alter, das ist... Ich ritz mich jetzt. Nein. Ich habe 0-2. Ich glaube, ich muss gerade mal auf andere Waffen zurückgreifen. Du bist voll der Noob. Hier spielen 90% der Spieler mit dieser Waffe, also seid mal ruhig. So. Soll ich mal den Noob raushängen lassen? Ich habe Vorräte. Mit Vorräten, das ist bei uns immer sehr kritisch. Die Vorräte fallen mal 5 Meter weiter links. Die Vorräte springen einfach mal ein bisschen nach oben. So, ja, nicht wahr. Guck, ich kann jetzt hier stehen. Komm, jetzt ein Triple. Ja, siehst du? Aha. Die Predator. Kommt da raus. Okay, dann nehmen so. Oh nö, sind die Gegner. Sind die Gegner. Oh, ein. Da waren 4, ich treffe einen. Ist ja. Oh, das ist gut. Ich will den Gegner ohne Chance lassen. Hallo, guck da mal den Score an. 6-1 hier. Na, wo sind denn die Gegner? Achso, habe ich vergessen. Achso. Toll, es steht 3-1, ich habe ein 0-2. Also ich habe gerade festgelegt, wir müssen hier noch eine Runde spielen. Tut mir leid, aber ich kann das nicht so sitzen lassen auf mir. Adrian bekommt fürs Schießen auf die Paletten Hitmarker. Ja. So, pass auf, jetzt nehme ich das ganze Gegnerteam auseinander. Wetten. Es sind 5 Gegner. Ich krieg 6 Kills. Wetten. Adrenchen. Boah, Alter, ich fühle mich gerade so impossible. Echt jetzt? Oh nö. Oh nö. Sniper. Oh. Hey. Taurus, wenn du willst, kannst du sogar rausgehen. Obwohl, du hast ein 8-1. Nee, dann kannst du umgehen. Okay. Oh, du warst... Ey, ich war... Nee, Taurus war Host. Was ist denn da kaputt? Ja, ich weiß es nicht. Anscheinend also, ihr seht, es werden ja manchmal Sachen an meine Facebook-Pinnwand gepostet oder in den Kommentaren. Da wird geschrieben, du bist ein guter Zocker. Hallo? Seid ihr besoffen? Ohne Witz, ich zock nicht besser wie jemand, der MW3 zum ersten Mal spielt. Muss man jetzt auch einfach mal so klar und deutlich sagen. Aber immerhin spielst du besser als ich. Ist ja ein komisches Gaming-Headset. Mit welchem komischen Gaming-Headset? Ja, hallo, wie soll man das sonst nennen? Home-Map, Lockdown, Lockdown, Home-Map, Home-Map, Lockdown, Home-Map, Lockdown ist meine Home-Map. Ach, fickt euch. Okay, aber die Map geht auch. Da müssen wir jetzt halt mal gucken, wie es läuft. UMP oder MP7? Was sagt ihr? RPG. Ja. Ja. Ja, 2-1. Jetzt mit den RPG. Javelin, oh, nö, würde ich sagen. Spät. Man muss Javelin spielen auf der Map. Habe ich nicht dabei. Es tut mir außerordentlich leid, ich habe sie nicht dabei. Aber den RPG. Tobias, aus, hat keine Javelin dabei. Dieser Fall schafft es vor das Bundesgerichtshof. Wir berichten. Wir berichten vor dem Bundesgerichtshof? Was weiß ich? Ja, ist. Ich Würstchen mit Melonenkern schmecken nach Schokoladensamen. Teeny Weenies, Swing Bikini. So. Taurus denkt immer nur an Bikinis. Ja, nur an Bikinis und an. Große Augen. Große Augen mit Bikinis.
So. Die gammeln da oben und snipen, ne? Wo? Ja, ne, eigentlich war einer da, wo ich gestorben bin. Ich wäre hier die ganze Zeit irgendwie geblendet. Einer bei A, bei A. Also hier oben. Weißt du, was ich mir die ganze Zeit schon überlegen? Wir müssen uns irgendwie Koordinaten für die ganzen Karten ausdenken. Ja, du bist auch so eine Koordinate. Hallo? Koordinate 2.3. Da ist einer. Das wäre doch, ja, neben sich. Ach, kenn ich nicht. So, die Runde läuft auf jeden Fall besser. Ich glaube, das davor schneide ich einfach weg, ne? Nee, meine natürlich nicht. Nein, ist ja gut. Taurus, ich hab Bombe. Du haben Bombe? Nee. Wir sind gerade im Verteidiger-Team. Na, ach, Taurus. Ja, oh. Ich markiere den immer sofort. Ah, ist ein Sniper auf. Warte, ich mach. Oh, nur Hitmarker. Oh, jetzt rennt er weg. Oh, ich bin gestorben. Und meine Granate. Warum habe ich den davor nicht gesehen? Ich muss übrigens, ne, an die Zuschauer, ich finde das sehr faszinierend, wie es in MW3 wirklich so ist, wenn man selber auf Gegner schießt, dauert es immer Jahre, bis sie umfallen. Selbst verträgt man aber nicht mehr als einen Luftstoß von der Kugel. Taurus, Gott sei Dank habe ich das auf Video. Oh, scheiße. Scheiß die Wand an, nein. Ja, ich weiß, mit Gaming-Headset hätte man das gehört. Ich, alter Mann, hab schlechte Ohren. Adrian, Link. Ja, ich bin so von wegen alt, sogar die Jungen hören das nicht. Ich bin voll schlecht und so. Oh, das IMS ist weise platziert. Ach komm, der Typ kannst doch. Guck's dir an. Oh. Taurus, warum gehst du denn raus? Was willst denn du jetzt? Unterhose wechseln, hallo? Okay. Der Typ hat mich so erschreckt, ich hab mir... Ja. Unterhosen wechseln wird abgeschlossen in 1. Nee, wenn ich meine Unterhose wechsle, dann verliere ich ja den Titel. Wenn du die Unterhose wechselst, musst du erstmal deine ganze Einrichtung in deinem Haus wieder auswechseln, weil alles stinkt nach nassem Hund. Ja, ich rieche auch mit gebrauchter Unterhose wie ein nasser Hund. Ja. Ich kann ja ruhig eine Geruchsprobe schicken und schenken. Nee, du lass mal. Nee. Dann rufen sie in Deutschland wieder den Notstand auf und werfen Atombomben. Vor allem wieder. So, Adrian, ich gebe dir Rückendeckung. Alter, willst du mich verarschen? Seht ihr, und genau das meine ich. Wie viel halten die bitte aus? Das ist meine Frage. Deswegen muss ich jetzt mit MP7 spielen. Weil das mit der UMP, das ist so eine Geschichte da. Oh. Benfica 111,95. Oh, hier. Da. Was hast du gerade gesagt? Benfica 11,105. Wiederhol das bitte nochmal. Benfica. Ah, Fika. Du hast Kicker gesagt. Ey, du Mutter Fika. Nein, das ist ja ein Benfica. Ja. Ein Band Fika. Der würde ja Band dastehen und nicht Ban. Okay, dann ist er nur auf Bands irgendwie spezialisiert. Also ich finde, das Match kackt bei mir trotzdem richtig ab. Ey, Kleiner, wie heißt du? Ben. Und wie heißt du? Ich bin Torben. Oh, dich will ich nicht. Oh, hier wird gleich... Oh ne, doch nicht, bin ich alleine. Ist auch gar nicht so, dass ich hinter... Guckt euch das an, der ballert einfach. Haha, Taurus. Der neben mir hoch, ganz einfach. Ich bin gar nicht vorher. So, Adrian. Die Welt schaut auf dich. Wie wird Adrian reagieren? Wir sehen es hier. Er macht das ganz geschickt. Jetzt bei der Bombe hinter diesen Holzkisten. Das bietet den Schutz. Dieses tragbare Radar stattet ihn aus, gibt ihm Sicherheit. Die Bombe, die ist ganz, ganz sicher. Jetzt geht er langsam zur A-Bombe. Wird er platzieren? Jo, die Bombe wird platziert. Jetzt muss es schnell gehen. Er ist der letzte Überlebende. Wie wird das Ganze ausgehen? Wir schauen, wo wird er jetzt hinrennen? Okay, das ist sehr geschickt gemacht. Und da rechts den Gegner, den übersieht er erstmal. Das ist klug. Das ist ganz klug gemacht. Denn jetzt sind die Gegner verunsichert. War das geplant? Jetzt tragen sie nämlich psychische Störungen davon, wie wir hier schon sehen. Er trägt wirklich bei den Schärfen den Schaden davon, dass er sich im Kreis dreht. Das ist wirklich Adrian. Adrian, das hast du gut gemacht. Dir habe ich den Spielbonus von 458 EP zu verdanken.
Wir danken dir für dein täglich Brot. Ach komm, jetzt wird's besser. Wir gewinnen das noch. Immerhin die letzte jetzt Runde. Ich zieh das ganze Gegner. Für die Gegner. Lass mal gewinnen. Ja. Na jetzt, der bitte Schalter umschalten. Schalter umschalten. Okay, die sind markiert. Ja, ich. Das hilft mir. Ich sag mal so, töten müsst ihr halt selber. Ja, nee, Pazifist willst du. Ich nehm zwar eine Waffe in der Hand, aber schieß damit nicht. Seid ihr beide bei diesem Sniper hier unten gestorben? Nö. Ich hab zuerst mit dem Gegner. Da oben ist noch ein Sniper, was. Genau da oben halt in der Ecke irgendwie. Ich also hier wieder auf der. Nee, bin nicht. Genau, so ist die richtig. Perfektion muss alles so. Ich sagte, wir gewinnen. Das ist. Das der Benficker. Jo. Oh, guck mal. Alter, dieser Laufweg. Oh mein Gott. Pam! Ins Auge. Aber das ist richtiges Sniper, nicht dieses ekelhafte Zeug. Ja, quick so. Ich finde das immer so genial, wenn die Leute sagen: Boah, jetzt hat der gehardscoped. Man verurteilt die Leute dafür, dass sie das machen, was man mit der Waffe eigentlich machen soll. Nämlich snipen. Denn ich habe noch keinen im Krieg gesehen, der irgendwie ein 360 across the map Magic zieht. Alter, das würde bestimmt so Hammer aussehen. Aber darauf kommen schon nur die. Naja, das Gewehr wiegt 25 Kilo oder so. Warum sterben hier alle neben mir? Warum sterb ich denn? Ach. Ich mach das jetzt gerade absichtlich. Der Johnny D, Alter, der kann doch gar nichts. Ja, außer mich wegholen. Talk to me, Kugel. Aber guck mal, die hören beide mit D auf. Also Johnny D und Kevi D. Das ist bestimmt ein und derselbe Clan. Die stecken bestimmt unter einer Decke. Und dann kommt oder der Ben. Und dann kommt der Benficker ins Spiel. Der, oh, wieder so ein Zweck, also ich denke mal, er wird es. Ich schmeiß erstmal meinen Controller runter. Werd aggro! Ja, ja. Kenn ich nicht. Nee. Du bist nicht aggro. Taurus! Heiduken! Heiduken! Fick dich! Fick dich! Alter. Ich denke mal, mit Taurus werden eventuell sogar noch WWE 13 Live-Commentaries kommen. Ohne Witz. Oh, nö. Wenn ich mit dem WWE 13 spiele, das bockt einen aus der Hütte. Doch. Ja, klar, wir machen uns selber platt. Ja. Also wenn Taurus und ich online WWE 13 spielen, besteht das eigentlich nur daraus, dass er und ich sich gegenseitig aufs Maul geben, bis die Gegner Langeweile haben, rausklettern aus dem Steel Cage, wir spielen immer nur Steel Cage und Neo Tag, und dann machen wir einen fertig und prügeln uns darum, wer den Gegner denn den nächsten Finisher verpassen darf. Ist eigentlich ganz witzig. Eigentlich ist das hier ein MW3 Live-Commentary, ist aber scheißegal. Wir haben richtig abgekackt, also habe ich schon mein Live-Commentary hochgeladen, wo ich so wenig Kills gemacht habe insgesamt? Ich glaube kaum. Naja, ist aber eigentlich auch scheißegal. Denn ihr wisst, bei mir geht's nicht um diese komischen Highscore, Ultra, Game Kill, Kackbums, Zeug, Streaks, Taurus wird rausgehen. Sondern hier geht's ja ein bisschen um die Unterhaltung. Und ich denke mal, die haben wir. Taurus, du sollst ganz rausgehen. Weil die Aufnahme wird jetzt beendet. Oh nö, ja, doch, schade, leider, ne? So, aber so ist das nun mal. Und nehmen wir's hin. Gut. Also wie gesagt, Unterhaltung dürfte da gewesen sein. Nicht zuletzt wegen meinen zwei netten Kollegen, die ich also hier mit an meiner Seite hatte. Einmal der Taurus. Und was sagen jetzt so? Ach, halt's Maul. Und der Adrian war auch mit am Start. Leck mich. Hey, bist du Adrian? Ja, es ist egal. Ich werde jetzt Akku. So, es reicht mir schon wieder mit dir. Es reicht mir schon wieder mit dir. Nichts kriegst du hin. Nichts kriegst du hin. Wir haben 3 Jahre diese Sequenz hier durchgeplant. 3 Jahre. 3 harte Jahre. 3 Jahre voller. Und du machst alles kaputt, indem du deine Aggression nicht in Zaum halten kannst. Und du bist Truckfree? Ich bin ein Traktorfahrer. Ja. Oh ja, meine Aussprache in den Dreck ziehen. Oh. So. Wie es bei mir traditionell ist, bekommen die Gäste das Schlusswort. Das heißt, ihr dürft jetzt eigentlich durcheinander labern. Ihr könnt geordnet labern. Mir ist das egal. Ich bin auf jeden Fall raus. Ihr dürft Tschüss sagen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ihr sollt Tschüss sagen. Also, ja. Macht's gut. Ja, tschüss.